Herzlich willkommen hier bei einem Video von meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, stehe ich direkt vor dem Klinikum Bad Cannstatt, in dem auch ich operiert worden bin. Und heute habe ich die Möglichkeit, den Stellvertreter des Chefarztes und Leiter des Adipositas-Zentrums, Herrn Dr. Meile, zu interviewen. Hallo Herr Dr. Meile, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview. Ja, hallo Herr Jankonis. Fange ich erstmal mit einer einfachen Frage an für die Zuschauer, die sich für das Thema interessieren, aber sich noch nicht so ganz genau auskennen. Was genau ist eine Magenverkleinerung? Magenverkleinerung ist ein minimalinvasiver Eingriff mit dem Zweck der Gewichtsreduktion. Letztendlich kann man sich vorstellen, dabei wird vom Magen ein erheblicher Teil weggenommen. Der Magen, wie der Name sagt, verkleinert. Mhm. Und dadurch letztendlich ist der Patient schneller satt. Das ist Sinn und Zweck dieser Operation. Okay. Wer kommt denn für so eine Magenverkleinerung überhaupt in Frage oder was muss man erfüllen, damit man für die OP in Frage kommt? In Deutschland gibt es relativ klare Richtlinien, wer als Kassenleistung für eine Magenverkleinerung oder andere Eingriffe zur Gewichtsreduktion in Frage kommt. Und das richtet sich sehr stark am Body-Mass-Index des Patienten aus. Der Body-Mass-Index ist eine Zahl, die aufgrund von der Formel sich aus Körpergröße und Körpergewicht zusammensetzt. Und letztendlich, wenn ein Patient hier einen Wert hat, der über 50 ist, das wären bei einem 1,70 großen Menschen vielleicht 140 Kilo und mehr, dann sagt man, ist das ein Körpergewicht, das ohne Operation nicht in einen gesunden Bereich reduziert werden kann. Deswegen spricht man dort von einer primären Indikation, sagen, der Patient gesund genug ist für eine Operation, wird empfohlen, das durchzuführen, wird von den Kassen auch übernommen. Bei einem Bereich zwischen 40 und 50 spielt es eine Rolle, ob der Patient Diabetes hat oder nicht. Diabetes kann man mit einem Schlauchmagen oder mit einem Magenbypass in 80% der Fälle in eine Remission bringen. Und Remission bedeutet, der Patient hat keinen Diabetes mehr, könnte ihn aber wieder kriegen. Das ist also ein Riesenvorteil an diesen Operationen. Deswegen ist der Patient zwischen 40 und 50 wegen seines Diabetes auf jeden Fall ein Mensch, der operiert werden sollte, um den Diabetes zu behandeln. Für die Patienten, die nicht Diabetes haben, im gleichen Gewichtsbereich, wird empfohlen, eine konservative Therapie zunächst zu probieren. Sich vorstellen, wenn das klappt, ist das natürlich genau das Richtige und auch sinnvoll, das zu tun. Wenn es nicht klappt, ist eine super Vorbereitung auf eine OP, macht das Ergebnis besser und ist deswegen natürlich auch sinnvoll. Für die noch leichteren Patienten, BMI 35 bis 40, da muss man sich natürlich im Klaren sein, es geht immer um Gesundheit und nicht um Schönheit bei diesen Operationen. Und für Gesundheit heißt, ich muss auch was verbessern können. Und wenn ich ein BMI von 35 bis 40 habe, brauche ich deswegen eine Nebenerkrankung zusätzlich zu ausgeschöpften konservativen Maßnahmen, um eine OP von der Krankenkasse bezahlt zu bekommen. Okay, super. Sehr ausführlich, vielen Dank. Jetzt hatten Sie schon zwei Varianten der Magenverkleinerung genannt. Was sind denn die häufigsten Varianten der Magenverkleinerung, die hier in einem Haus operiert werden? Und wovon ist die Entscheidung abhängig, wann welche Variante operiert wird? Die beiden häufigsten Eingriffsarten sind der Schlauchmagen. Das ist das, was tatsächlich die Magenverkleinerung ist. Die andere Variante ist der Y-Magen-Bypass. Was praktisch überhaupt nicht mehr gemacht wird, ist das Magenband. Und was in einigen Häusern in Deutschland auch sehr häufig gemacht wird, ist der Omega-Loop-Bypass oder Ein-Anastomosen-Bypass. Machen wir auch gelegentlich, ist aber nicht unsere Standard-OP. In der Gesellschaft wird die Magenverkleinerung als Modeerscheinung gesehen, so gesehen als leichter Weg der Abnahme. Wie sehen Sie diesen Trend oder sehen Sie das überhaupt als Trend? Ich sehe das gar nicht als Trend. Adipositas, speziell wenn noch Folgeerkrankungen dazukommen, ist eine sehr ernste Erkrankung. Sie müssen sich im Klaren sein, eine Adipositas mit beispielsweise einem Bluthochdruck zusammen, der Medikamenteneinnahme erfordert, hat rein statistisch eine Sterblichkeit, wie wenn Sie ein Kolonkarzinom im Stadium 2, das ist so ein mittelschwerer Fall von einem Dickdarmkrebs, haben. Das bedeutet, in 15 Jahren nach Diagnosestellung sterben von diesen Patienten etwa 40%. Und
Das ist eine erhebliche Sterblichkeit für eine Erkrankung und ich würde sagen, das ist definitiv keine Modeerscheinung. Und da die meisten Patienten, die eine bariatrische OP in Erwägung ziehen, schon sehr viele konservative Dinge probiert haben und eben nicht erfolgreich damit waren, ist es eine medizinische Notwendigkeit. Man könnte fast sagen, es ist unterlassene Hilfeleistung, es nicht zu tun in vielen Fällen. Viele Operierte haben das Gefühl, man lässt sie nach der Magenverkleinerung alleine. Viele sind zudem schlecht vorbereitet für die Zeit nach der Magenverkleinerung und wünschen sich da eine bessere Betreuung nach der OP. Sind Sie der Meinung, dass die Klinik nach der OP mehr Verantwortung übernehmen muss oder sagen Sie, dass man sich selbstständig für die Zeit nach der Magenverkleinerung vorbereiten muss? Wir würden uns sehr wünschen, dass die Betreuung nach einer Magenverkleinerung intensiver möglich wäre. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, ein Großteil der Betreuung wäre wünschenswerterweise heimatnah beim Patienten, weil ein Großteil unserer Patienten hat einen sehr weiten Anfahrtsweg, sodass die kleineren Probleme wünschenswerterweise auch in der Hausarztpraxis geklärt werden könnten. Das Problem liegt ganz simpel in der Vergütungsstruktur. Es gibt im KV-Recht, das ist die Kassenärztliche Vereinigung, also das System, mit dem ein Hausarzt oder Facharzt aus dem niedergelassenen Bereich seine Rechnungen mit der Krankenkasse abrechnet, keine Ziffer für Adipositas oder die Nachbetreuung einer Schlauchmagen- oder Bypass-Operation. Und das bedeutet letztendlich, wenn Sie zu Ihrem Hausarzt gehen und dort eine aufwendige Nachbetreuung brauchen, kriegt der die gleich vergütet, wie wenn er Ihnen ein Rezept schreibt. Und das macht natürlich die Verfügbarkeit schwierig. Jetzt kommen wir zu dem Thema Hautverkleinerung. Bei dem Thema Hautverkleinerung und Wiederherstellungsoperation gibt es oft Unklarheiten. Die Krankenkasse sehen diese OP oft als nicht notwendig an, denn eine Wiederherstellungsoperation sei nichts anderes als eine Schönheits-OP. Wie sehen Sie das Verhalten der Krankenkasse und welche Voraussetzungen muss man denn erfüllen, damit die Krankenkasse diese Operation nicht mehr als Schönheitsoperation ansieht, beziehungsweise ab wann wird man operiert? Sehr viel schwieriger zu beantworten, wie wenn es um die primäre Gewichtsreduktions-OP geht. Die Schwierigkeit ist, für die Wiederherstellungsoperationen gibt es keine klar definierten Kriterien, die in einem Leitlinienpapier fixiert sind. Und letztendlich bedeutet das für die Entscheidung, es ist der Willkür des Krankenkassenbearbeiters überlassen, ob es genehmigt wird oder nicht. Natürlich haben die auch ihre internen Regeln, aber wenn man jetzt eine Wiederherstellungs-OP nimmt, sprich eine Hautreduktionsplastik am Bauch beispielsweise, natürlich gibt es solche Eingriffe als reine Schönheits-OP und es gibt am anderen Ende des Spektrums die Eingriffe ganz klar als medizinisch notwendig. Und dazwischen ist ein großer Graubereich. Deswegen ist es sehr schwierig, eine exakte Definition auszumachen. Es ist auch für uns in der Vorhersage, ob ein Patient, wo wir so eine OP beantragen, tatsächlich eine Kostenzusage kriegt oder nicht, teilweise nicht vorhersagbar. Vitamine sind nach der Magenverkleinerung sehr wichtig. Viele sind der Meinung, dass Brausevitamine vom Discounter ausreichend sind. Andere wiederum meinen, dass man extra hergestellte Produkte, worin die Vitamine deutlich höher dosiert sind, zu sich nehmen muss. Was empfehlen Sie den bereits Operierten? Sind die billigen Vitamine wirklich ausreichend? Nein, die Vitamintabletten aus dem Discounter würden wir nicht empfehlen. Das liegt schon daran, dass eine Brausetablette für viele Schlauchmagenpatienten mit der entsprechenden Gasentwicklung und auch der Menge, die davon getrunken werden muss, einfach zu viel Flüssigkeit bedeuten, die zusätzlich eingenommen werden muss. Aber die Zusammensetzung ist auch einfach nicht optimal in diesen Präparaten. Letztendlich empfehlen wir entweder eine doppelte Dosis, und das wäre auch das, was die Leitlinien empfehlen, eines Apothekenpräparates einzunehmen, was in etwa 100% des Tagesbedarfs eines Gesunden enthält, oder eben die spezialisierten Präparate von verschiedenen Herstellern,
die speziell für bariatrisch operierte Patienten hergestellt werden. So, jetzt kommen wir eigentlich zum letzten Punkt. Gibt es etwas, das Sie den Leuten, die sich für so eine Operation interessieren oder die Leuten, die bereits operiert sind, etwas mit auf den Weg geben würden? Ich glaube, man sollte sich nicht entmutigen lassen. Man sollte für seine Lebensqualität kämpfen, denn Adipositas ist nicht nur Lebenszeitverkürzung, sondern ist auch eine deutliche Reduktion der Lebensqualität in vielen Fällen. Und ich glaube, dafür lohnt sich speziell als junger Mensch zu kämpfen. Aus meiner Sicht fasziniert mich an dieser Art der Chirurgie und Behandlung von Patienten, dass wir wirklich viele Menschen behandeln, denen wir wirklich helfen können. Und die ein Jahr später wiederkommen und man sieht, es sind komplett andere Menschen. Ja, das kann ich so bestätigen. So ging es mir auch. Bin ich noch wirklich dankbar dafür, dass Sie mir damals geholfen haben, dass Sie in 2.0 zu kommen. Ja, ich möchte mich nochmal vielmals bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview. Und ja, Dankeschön. Vielen Dank. So, meine Lieben, jetzt bin ich wieder daheim, möchte mich aber nochmals beim Klinikum Bad Cannstatt und auch beim Dr. Meile bedanken, die sich bereit erklärt haben, dieses Interview mit mir führen zu wollen. Und ebenso möchte ich mich bei meiner Freundin bedanken, die mich sehr unterstützt hat und die in dem Video auch als Kamerafrau gedient hat. Vielen Dank an alle. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Und wenn ihr noch Fragen habt, die ich dem Arzt vielleicht beim nächsten Interview mal stellen kann, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und schreibt auch rein, wie ihr das Video so fandet, ob gut oder schlecht. Da es das erste Interview war, was ich überhaupt mal geführt habe in meinem Leben, ja, freue ich mich natürlich immer um Verbesserungsvorschläge. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Schauen meiner Videos. Macht's gut. Ciao.